Folge Clash of Clans. Wie es aussieht, da hat man leider den Klangkick verloren. Weil auch immer so einen Rusher hatten als Gegner. Also da hat dann oben natürlich ziemlich gut holen können. Er hatte nämlich ein besseres Rados gehabt, da hat es allen Thema gehabt. Hat oben nämlich dann auch seinen Potent geholt. Und dann hat er auch dann Folgen unten. Steine holen können, gute. Und wir haben es leider nicht so weit geschafft, aber haben es best gegeben. Schauen wir mal an von. Ja. Schauen wir mal an von. Was du von. Der Angriff von Chan. Jetzt ist der Klang von ein bisschen schief gelaufen, so. Nochmal, aber man hat es noch möglichst hier versucht zu schaffen, ja. Sieht gut aus. Viel Markt auf Ema hat er ja gesetzt, aber es immer durch den Riesenbombe laufen und schon zu mehr. Mal gucken, wie viel Markt auf ein Blatt sind. Wenn er einmal eine Riesenbombe ist, dann putsch. Aber dafür ist es hier besser gelaufen. Die könnten nämlich schnell die Truppen vom Gegner zerstören. Und ja, sind so schnell wieder geheilt worden. Und durch den Hutzauber könnten sie ja auch schnell ziemlich viel Schaden anrichten. Das ist auch ziemlich gut noch. Heizauber ist leider nicht mehr gewesen. Aber ein bisschen gut war, dass die auch hier schön lang außen lang laufen können. Und dass die Pegaso Schutz sind. Also abgeleckt haben die Truppen, damit die schön lang laufen können. Und die an der Seite alles so stunden können. Und die anderen laufen schön in der Mitte lang und erledigen den Rest, ja. Also Angriff ist ziemlich gut gelaufen, ich weiß nicht, ob das geplant ist, aber es sieht ziemlich gut geworden, ja. Man nämlich immer die Pegas tun ja den die Truppen, nicht, also dass die Truppen dann dort, also die Verteidigungsgebäude dort angreifen und dass die Truppen dann die Magier, die dann Sicherheit sind und das besser zerstören können alles. Also die Verteidigungstruppen sind das ja. Ach, die Golems sind schön vorne auch rausgelaufen, schön. Das sind einer und eine halbe, also zwei halbe und jetzt sind es vier halbe. Die sah ziemlich gut aus, ja. Kommen die letzten noch. Das war eine ziemlich gute Attacke und das war ja Govi-Pi. Auch immer das hilfreiche Taktik. Bei mir ist leider, habe ich mal probiert, Gohok, aber ich konnte es nicht so richtig rauslocken, die Truppen. Sonst hätte ich eigentlich eh geschafft, ja, mit Golems kann man ja schön die X-Bogen konzentrieren, dass sie nicht auf die Hogs gehen und dann kommen die Hogs hinterher und tun alles zerstören. Das läuft eigentlich ziemlich gut, außer wenn man halt nicht raus weglocken kann alles. Muss halt die außer Glanburg das alles rauslocken, ja. Schon mal weiter mit der Nummer 6. Oh, keine Wiederholung. Schauen wir mal die Nummer 7. Ah ja, und warum es eigentlich so spät gekommen ist, dass, also warum das Video nicht davor gekommen ist, weil ich 18 geworden bin und hier einen Fernseher bekommen habe und da habe ich mir auch eine PS4 gegönnt mit GTA 5, und da musste ich halt ein bisschen einstellen und so. Die kam nämlich am Dienstag halt, ja. Mutter hat vergessen, nicht so richtig verpasst, ja, das halt aufzunehmen. Und jetzt habe ich jetzt Zeit gefunden und natürlich auch, habe ein paar GTA 5 Folgen aufgenommen und so. Also alles schön vorproduziert. Also diese Woche tue ich noch für die nächste Woche vorproduzieren und das andere Clash of Clans ist ja immer ein Tag mindestens aktuell. Vor einem Tag gewesen. Also meistens immer fast ein Tag Jahr alt. Ja. Also ist nie sehr alt, also ist nie vorproduziert immer. Die Folgen danach, weil ihr das dann eh verschwendet habt, ja gar Sinn. Wenn, kurz am Anfang habt ihr das bestimmt gesehen, 16 Stunden, das ist ja nämlich der Klangkrieg noch. Und wir haben gerade den nächsten Klang gestartet und sehr geringe Chance haben wir da, das zu gewinnen. Wir haben nämlich wieder einen beschissenen Gegner und
Mein Troll-Account braucht noch nämlich noch ein bisschen länger, bis es nämlich endlich Rados 11 ist und dann die entsprechende Truppen, da kann man nämlich, da kann es nämlich dann besser oben aufräumen. Es dauert nämlich bitte darum, ein bisschen mit so ein paar Niederlagen geben zwischen Raschern. Können wir uns klar angucken, schauen wir noch den nächsten Angriff an und dann schauen wir uns, wie der Gegner eigentlich schon noch sieht. Oh, verfügbar ist? Nein, auch die verfügbar. Also die Angriffe wurden schnell gemacht. Okay. Das sind ein paar Angriffe schon weg. Also, wie ihr schon seht, die Angriffe verschwinden. Ne, das war Club wegen A. Ne, wegen Update. Also sonst sind ja eigentlich die Wiederholungen noch länger da. Also nur wegen Update sind die schon weg. Ich greife sogar die Visionen, also die. Der Daniel. Ja, der Daniel. Der Daniel ist ein Deutscher und so ein Clan, dann egal. Also wenn wir schon Level 7 sind, das wird ja Gegner mal schwerer. Hier hätte ich eigentlich auch ergreifen mit Gohok, aber schwierig. Ich verbessere ja gerade bei meinem Disney-Account ja die dunkle Zauberfabrik und da jetzt schwierig. Und er hat auch ziemlich was Verrücktes in der Kleinbuch gehabt. Hexe, Ballon, Babytarren, Boggies und so. War schon manchmal hart. Aber wegen der Hexe. Die Hexe ist ziemlich schwierig, ja. 12 Boggies hat er noch extra gehabt, da hab ich gedacht, der hat noch Magie, aber er hat was zerstört. Ist schon ziemlich gut und das war's eigentlich, glaube ich auch. Ja, so war's. Nee, der hat noch ein paar Prozent geholt, ja. Ja, der hat noch ein paar Prozent. Ich habe da nicht so viel Sterne holen können. Ich habe fast nicht noch bekommen. Ja, war nicht so mein Tag. Der Anklagenkrieg. Hoffe, das nächste Mal tut. Schauen wir uns dann nochmal an. Aber der Gegner greift nicht an, aber es wird nicht so unwahrscheinlich sein, dass er, also der wird einen Angriff machen. Ja, und da wird es nicht so gut aussehen für uns dann, wenn er so ein rascher Elfer hochgerascht ist und angreift. Der hat ja den im Wächter Level 5 und so, Helden 20 und so, das wird halt ein bisschen schwierig, den Gegner halt überhaupt anzugreifen und zu besiegen. Ich weiß nicht, ob er einen Adler hat, das wäre dann nämlich noch scheiße. Das wäre dann ziemlich schwierig, den Gegner überhaupt auf 3 Sterne zu bekommen. Aber schon klar, das wird eigentlich, mehr wird eigentlich nicht so passieren. Ja. Schauen wir uns kurz an, den Gegner. Also wir haben keine Rascher außer der hier. Und hier drüben ja halt der, ja. Gehen wir kurz mal den besuchen. 120. Ja. Aber der hat keine Adler. Oh, der ist so schön. Also hier Wächter hat er. Dunkle Kaserne, nee. Also der wurde zerstört. Luftabwehr ist leider, kann ich nicht so gut sehen. Also der hat das alles schon mal. Und seine Truppen sind auch schon ziemlich entsprechend. Nee, die 4 ist es. Also die 4 wird wahrscheinlich oben angreifen und Bonds easy 3 Sterne holen. Oder 2 mit 90% hier. Sieht man ja. Was? Ah ja, 10 Helden. 10 Helden, okay, das geht ja. 10 Helden. Bowler könnte bitte angreifen bestimmt und so. Und das geht gegen Rathaus 9er nicht so gut. Also so ist die denn doch aus. Also. Sieht schon heftig aus. Aber wenigstens kein Infernus. Dann kann man es eigentlich schaffen. Aber der Wächter stört Mittel, aber sonst kann man es eigentlich schaffen, ihn auf 3 Steine zu holen. Ich hab schon gedacht, er hat Infernus und so, aber das, jetzt kannst du es eigentlich machen. Das war's eigentlich für diesen Video. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine kleine Bewertung da, lasst ein Feedback da und schaut bei den Zeitkanal vorbei. Und wenn ich auch mal bei euch so Dorfbesuche machen kann oder so Dorf oder Clanbesuche, einfach in die Kommentare, also in die Kommentare schreiben. Ich werde dann mit einem der 5 Accounts, die ich habe, euch besuchen, aber eher wahrscheinlich mit dem 4. Account oder mit dem 2. Account, also mit Party.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.